Hallihallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Einblick als Ubisoft Starplayer auf der Gamescom 2016. Bisu Zimt war eingeladen, dies ist der erste Teil und wir starten im Hotel mit dem ersten Ausblick. Also ich kann es nur mal wieder sagen, Ubisoft, Leute, ich liebe euch. Ein schönes kleines Zimmer, ganz nett eingerichtet in einem richtig schicken Hotel. Von außen sieht zumindest schick aus, von innen habe ich noch nicht so viel gesehen, das werden wir uns nachher mal angucken. Und das wird absolut der Hammer. Ich freue mich schon auf die Gamescom morgen. Dann geht die Party richtig ab. Ich hoffe, ich kann das Video schon mal hochladen, irgendwie auf Real Life Bisu Zimt oder so. Schick, schick, schick. Ja, es ist ausreichend. Ne? Was braucht man mehr? Man hat einen Schlafplatz, man hat eine Dusche und man hat eine Steckdose. Das sind die drei wichtigen Dinge des Lebens. Und ich habe sie. Und da bin ich schon glücklich. Guti. Denn bis nachher. Zuallererst sind wir natürlich zum Gaffel am Dom gegangen, um uns erstmal zu stärken, um den Abend der langen Reise nochmal ausklingen zu lassen. Dabei konnten wir uns schon mal kennenlernen und natürlich auch das Ubisoft-Team. Dieselbigen sehen wir hier mit uns zusammen am Tisch sitzen. Das sind die Ubisoft-Star-Player. Um uns herum sind jetzt im Moment die Ubisoft-Leute mit den Kameras unterwegs. Das ist zum Beispiel eine Kamera, aber nicht die Kamera von Ubisoft, die läuft irgendwo da hinten rum. Da sehen wir nochmal Emil, der ist für For Honor zuständig gewesen. Hammerleute, wirklich Hammerleute. Hier der ganze Tisch, nachdem sie sich versammelt hatten, nachdem wir auch schon mal den ersten Gang gegessen haben. Die ersten haben schon Kaffee, aber auch nochmal noch Lean. Und da sind sie, alle versammelt. Anschließend sind wir zum Kölner Dom gegangen, haben eine kleine Lichtershow gesehen, das Portal wurde angeleuchtet, mehr war es nicht, reichte aber aus, um so ein bisschen Eindruck zu schinden, eben auch bei unseren ausländischen Besuchern. Wir hatten jemanden aus Ägypten dabei, jemanden aus Indien, Frankreich, United Kingdom, wirklich überall her. Es war sehr, sehr international gestrickt, was eine ja doch große Englischkenntnis forderte. So, meine Lieben, hallihallo. Es ist der zweite Tag, der zweite Morgen. Es ist 6 Uhr morgens und ich bin fix und fertig. Um 7 gibt's Frühstück. Jetzt gehen wir auch gleich zur Gamescom. Ich freue mich drauf. Hoffentlich treffen wir noch den einen oder anderen famen Let's Player. Außer mir, natürlich. Und genießen den Tag. Das wäre schön. Einfach mal so den Tag einklingen lassen. Guckt euch das an. Ubisoft Star Player. Yeah, voll krass, Alter. Und es gibt auch noch ein Cap. Wartet. Das Cap muss ich euch auch noch zeigen. Allgemein, was wir nicht alles bekommen haben. Gut, man sieht jetzt vielleicht nicht so viel, ne? Aber hallo, The Green Poison, was auch immer das ist. Das scheint ein Notizblock zu sein. Dann eine Diskette, die eigentlich nur als Diskette getarnt ist. Das ist aber ein USB-Stick. Dann, was haben wir noch? Das ist meine Bordkarte, wollte ich gerade sagen. Achso, hier, das Roadbook von den Star Players. Nehme ich auf jeden Fall heute mit. Ein Button zum Aufnehmen. Dann dreimal UB30 Chips. Was auch immer man damit macht. Vielleicht kann man dafür irgendwas kaufen. Irgendwelche komischen Karten, da habe ich mich gestern schon drüber gewundert. Sind das irgendwelche Sticker oder was? Skater Bones. Raven Mummy. Das ist sehr komisch. Sieht auch sehr komisch aus. Guckt euch mal dieses fette Kind an. Verdammt. Und dann noch ganz viele andere Buttons. Yeah. Okay. Gut, nichtsdestotrotz, ich werde mich jetzt weiter fertig machen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss irgendwie so langsam in die Gänge kommen. Auch wenn es irgendwie morgens schwierig ist. Bis nachher. 7 Uhr morgens und unser Tourbus wartet schon. Wir sind schon sehr gespannt. Da vorne sind die Kameraleute. Und gleich kommen sie raus. Die Starplayer von Ubisoft. Und schon sind wir alle in den Bus gestiegen. Ein kleiner Tourbus, mit dem wir dann zur Kölner Messe gefahren sind, um die Gamescom zu besuchen. Da sind sie nochmal alle. Unterwegs gab es natürlich eine schöne Aussicht. Wir haben es ja nicht weit gehabt vom Kölner Dom bis zur Köln Messe. Und sehen den Dom auch nochmal da hinten, falls er das überhaupt ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube eher nicht. Anschließend hat das Köln Messe Gebäude Eindruck geschindet.
Wir wussten gleich, wo wir waren und dass es nicht mehr weit war. Ich weiß noch, dass die eine Tour, die ging wirklich bis zu einer Stunde, haben wir gebraucht, um 2 Kilometer zu fahren. Das war echt krass. Die anderen waren alle vor uns da, die zu Fuß gegangen sind. Wir haben uns nochmal versammelt, warten darauf, dass alle fertig sind mit dem Rauchen. Ach, alle gut, alle gut. Und auch Nachai bittet uns nochmal, in Ruhe aufzurauchen, bevor es dann losgeht. Der Kameramann steht schon bereit, wartet nur darauf, die richtig schönen Impressionen einzufangen. Yay! Hier haben wir jetzt gewartet, weit vor dem Eingang, wo die anderen Leute nachher rein durften. Sozusagen VIP-Eintritt, auch nur für einen Tag. Und dann ging's los. Draußen sieht man nochmal die Leute stehen. Wir dürfen schon hinten rum. Ist das cool? Ich war ehrlich gesagt noch nie auf der Gamescom, deswegen ist es für mich natürlich etwas ganz Besonderes gewesen, diese Eingangshalle zu filmen. Für all diejenigen, die es kennen und die denken, mein Gott, was lahmt der denn da rum? Was guckt der sich denn da alles an? Das ist einfach nur der Eindruck, den dieses Gebäude oder diese Gebäude bei mir geschunden haben. Seht euch an, wie viele Leute hier schon stehen und darauf warten, dass sie reinkommen. Das Schöne ist, als VIP hat man natürlich die Möglichkeit, schnell reinzukommen. Und die machen wir uns auch zunutze. Wir sammeln uns bloß alle an diesem Ort. Kriegen nochmal eine Einweisung. Und dann geht's rein. Wir gehen vorbei an all den Plakaten, die sie aufgehängt haben, an all den Hallen, die zur Verfügung standen. Ich glaube, das war 1 bis 11. In Halle 6 sollte dann Ubisoft seinen Stand haben. Und es war ein langer Weg, bis wir endlich ankamen. Ghost Recon. Habe ich, glaube ich, nicht probiert. Da habe ich bloß in der Vorstellung gesessen. Aber Watch Dogs 2, das weiß ich noch. Man wird einiges sehen, man wird nicht nur die Interviews sehen, sondern auch verschiedene Spiele. Wir betreten also Halle 6 und gehen zur Ubisoft Lounge, die allerdings nicht nur für VIP-Gäste war. Da hatte ich mich zwischendurch geirrt. Ich dachte wirklich, das wäre nur der VIP-Bereich. Nein, das ist nochmal ein ganz anderer. Den werden wir uns auch nochmal in Ruhe angucken können, dank der Mitarbeiter von Ubisoft, die uns dorthin geführt haben. Anschließend durften wir uns an verschiedenen Spielen ausprobieren. Durften einiges testen wie Star Trek, Steep, Eagle Flight. Wobei Star Trek und Eagle Flight dann mit der VR-Brille bedient wurden. Das heißt der Virtual Reality-Brille. Mein persönlicher Favorit von den beiden war definitiv Eagle Flight. Da sehen wir nochmal zu, wie die Leute versuchen zu fliegen. Da musste man den Kopf neigen, um nach links und rechts zu fliegen. Wir wollten es natürlich auch ausprobieren, also haben wir uns auch gleich angestellt und zugehört. Assassin's Creed war auch vertreten, wenn auch nicht mit einem Spiel, dennoch mit den ganzen neuen Outfits, die jetzt für den neuen Film, der im Dezember rauskommen soll, ausgestellt wurden. Ich glaube, mittlerweile wurde das Datum sogar wieder auf Januar geswitcht. Also bitte seid nicht böse, aber die Vorbereitung ist einfach gut. Eben nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Filmen, damit Ubisoft sich nicht ins eigene Bein schießt. Die Führung ging noch weiter, einmal komplett durch die Halle 6. Also mehr oder weniger, denn dort war ja noch eine andere Firma untergebracht. Ich glaube EA. Und Gameforge war auch untergebracht mit dem da hinten, genau.
und guckt euch an, wie leer das noch war. Merkt euch, wie leer das ist. Das wird nicht lange so bleiben. Hier waren die ganzen Monitore angebracht. Das war im Prinzip wie ein Quadrat aus Monitoren. Ja, an jeder Seite ein Monitor. Und man konnte sich auf die eine oder andere Treppe setzen. Und auf der anderen Seite drüben war dann die große Bühne, die Hauptbühne von Ubisoft. Auch South Park ist vertreten. Nicht nur mit dem Spiel an sich, beziehungsweise mit einer Vorführung. Das Spiel durften wirklich nur die VIPs und die Presseleute testen. Sondern eben auch mit Figuren. Mysterious oder irgendwie so. Denn der Kuhn. Und der dicke alte Mann hat sich natürlich einen South Park Eric geholt mit einem Zauberstab. Der Herr der Ringe, Eric. Der Kuhn. Und da ist der Kuhn nochmal in klein. Die Figur kann man dann auch käuflich erwerben. Nichtsdestotrotz, auch wenn erst Mittwoch war und noch nicht viel los in der Halle, gab es trotzdem schon die ein oder andere Bühnenshow. So eben auch diese hier. Eine Frau mit einem Quadrat. Ich denke mal, dass es eine Frau war. Ich habe jetzt noch nicht so auf die Figur geachtet. Die dann mit einer Lasershow hantiert hat. Sieht sehr beeindruckend aus. So hat sich eigentlich der ganze Tag so ein bisschen hingezogen. Wir wurden von einem Ort zum anderen gebracht, einfach nur um uns schon mal umzusehen auf der Gamescom, um verschiedene Dinge kennenzulernen, zu sehen, was man dann die nächsten Tage alles besuchen kann, ausprobieren kann. Natürlich gab es dann noch weitere Dinge zu sehen an den nächsten Tagen, wozu wir aber später kommen. Anschließend sind wir auch noch mal essen gegangen. Das wird aber erst stattfinden, nachdem wir jetzt in der Ubisoft-Lounge einfach mal reingeguckt haben. Hier, Can, der war die ganze Zeit am Updancen. Der war für Just Dance da. So, die offizielle Ubisoft-Lounge von innen. Es wird Zeit, dass wir das auch mal zeigen. Hier gibt es nachher Präsentationen von Anno 2205. Sehen wir auch gleich noch auf dem Screen, auf dem Monitor. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ist denn das andere? Champions von Ontario oder so. Sah auch interessant aus, hatte so ein bisschen was von LOL. Von LOL und Faster Than Light, weil man Pause-Taste drücken konnte, um zu kämpfen. Yay! Yeah. Oh, gleich geht's los. Wir sind echt gespannt, was es alles für Präsentationen gibt, was es alles für Goodies abzustauben gibt. Und ihr könnt euch auch darauf freuen. Wahrscheinlich dann aber erst 2017 bei der nächsten Gamescom, denn dieses Video ist relativ spät hochgeladen worden. Guckt euch mal die ganzen Spielekonsolen an. PC, da ist der GameCube, wir steuern auf den GameCube, der Game Boy, die Wii. Oh mein Gott, alte Zeiten, Erinnerungen werden wach. Ubisoft ist mittlerweile auch schon 30 Jahre auf dem Markt. Kaum zu glauben. Ich habe echt gedacht, die wäre noch gar nicht so alt. Ich musste mit Entsetzen feststellen, selbst wenn sie in England angesiedelt sind, sie sind eine französische Firma. Selbst das habe ich noch nicht gewusst. Erste Müdigkeitserscheinung. Die Leute sind fix und fertig. Wunderbar! Und dann ging's zur Kölschen Braustube, um ein bisschen was zu essen. Zu schnabulieren. Fisch oder Fleisch? Mein Gott, haben wir viel Fisch gekriegt, obwohl wir eigentlich fast ausschließlich Fleisch bestellt haben. Egal, zurück in der Halle. Hier haben wir einen Cosplayer mehr oder weniger kennengelernt. Es war nicht der direkte Schauspieler Michael, jetzt muss ich selber mal überlegen, wie er hieß, aber das werden wir gleich nochmal sehen, der in dem Film von Assassin's Creed jetzt aufgetreten ist, sondern ein engagierter Mitarbeiter, der aber seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Alle wollten mit ihm Fotos machen, das war klar. Der ist später auch auf der Bühne aufgetreten, wovon ich leider kein Footage gemacht habe. Ist aber auch nicht schlimm, wir sehen ihn ja jetzt und mit richtig schönen Posen auch.
Und vor allem spielt er auch gleich nochmal mit der Kamera. Also seid gespannt, was er gleich noch alles macht. Gucken wir erstmal, wie der andere hieß. Krasemann, Krossmann, Michael. Irgendwas mit K, das weiß ich noch. Und ich kann den Namen nicht aussprechen. Agil? Achila? Achila, glaube ich. Michael. Fassbender. Fassbender, nichts mit K. Verdammt. Genau. Der war es aber nicht. Es war ein engagierter Mitarbeiter, wie gesagt. Ganz viele, ganz große Assassin's Creed-Fans und jetzt passt auf. Jetzt dreht er gleich durch. Nein, wird er nicht. Aber schon cool. Er beobachtet euch, damit ihr es wisst. Wir befinden uns hier in der Hardware-Halle. Hier geht die Hardware richtig ab und nicht nur die. Ja, wie gesagt, Jan war für Just Dance da. Und ich glaube, derjenige, mit dem er dort tanzt, das ist einer, der direkt für Just Dance arbeitet. Man sieht es ihm an, also die Bewegungen, die sind schon echt flüssig, die sind schon echt gekonnt. So haben wir eigentlich die ersten beiden Tage, glaube ich schon. Nee, das war noch der erste Tag. Verlebt. Wir werden also alles Weitere nachher im zweiten Teil von den Starplayer für Ubisoft kennenlernen. Ich danke euch jetzt schon mal für das Ansehen des ersten Teils. Genießt noch die restliche Dance-Vorstellung. Ich lasse ein bisschen Musik einlaufen. Und wir hören uns im nächsten Part. Bis gleich.